Großes Meer, Akt 6, Nebenmission 1. Oh, mit Cäsar wieder. Leinenlos. Sie wähnten sich in Sicherheit, aber die Banditen blüht eine Überraschung. Schon wieder die Banditen? Bitte. Rückt eure Schätze raus. Hast du ihn gerade angeknurrt? Psst, ich versuche bedrohlich zu wirken. Mach mir das nicht kaputt. Hör mal, wir haben wirklich keine Schätze. Schwöre, ich hoch und heilig. Aber was ist mit dem Reichtum des Meeres? Ich glaube nicht, dass damit vergrabene Schätze gemeint sind. Ich denke, es bezieht sich mehr auf Meeresökologie und eine gesunde Artenvielfalt. Und im weiteren Sinne darauf, dass das Land den Menschen ernährt oder das Wasser in diesem Fall? Also geht es um Naturschutz und nachhaltiges Leben? Wir hätten da ein ziemlich angesehenes Schutzgebiet für Schildkröten. Ich interessiere mich nicht für Schildkröten-Schutzgebiete. Heißt das, dass wir den weiten Weg zu diesen Inseln umsonst zurückgelegt haben? Warum sind wir überhaupt hergekommen? Das Klima ist so angenehm. Um Himmels Willen, halt endlich die... Rück die Pinguins raus. Was? Jetzt schon wieder? Ja, jetzt schon wieder. Wie hast du uns hier gefunden? Jetzt ist es ein für alle Mal genug. Ja. Wollte ich auch sagen, dass das reicht. Mit den Banditen. Ich glaube, Cäsar will in die See stechen. Diese verdammte Töle. Ich habe das Gefühl, er will, dass wir mit Kanonen auf Banditen schießen. Zerstöre die gegnerischen Festung, um die Banditen zu vertreiben. Okay, das heißt... Nee, warte mal, wir gehen einen weiter. Dann sind wir auch schneller... Bei dem Haus da oben. Okay. Du bist ein Transportschiff. Ich kann alle Bodeneinheiten befördern. Stand halt nur scheiße. Okay. Wir brauchen definitiv einen Harpunenschiff, oder? Haben die einen Hafen? Ja, den haben. Die haben einen Hafen. Wie? Oh, sehr groß die Mapper. Die haben sogar zwei Hafen. Na toll. Dann brauchen wir ein... Erstmal eine Schwimmkröte. Dann brauchen wir ein Harpunenschiff. Und das Transportschiff geht darüber. Wir haben sogar eine. Dann ist recht zu beenden.
So, das Kanonenboot machen wir jetzt mal putt. Dann holen wir uns eine Glutschwinge und das war's. Mehr können wir nicht machen. Diese Inseln gehören uns. Vergiss es, Junge. Das sind meine. Vorschwächen, sehr gut. Ah, DJ Emojis, sehr schön. Big Ship und Zugbinden. So, wie machen wir das jetzt am besten? So, 62. Wie weit kannst du vor? Bis dahin. Okay, machen wir jetzt so. Dann nehme ich die 55 bis 62 an. Mache da den Rest. Vorschwächen, angreifen und der fährt wieder zurück. Dann hole ich mir noch einen zweiten Drachen. Und beende den Zug. Vielleicht hole ich mir noch einen dritten, muss ich mal gucken. Oder diese andere Harpier da. Gut, dann machen wir es so. Darf ich nicht angreifen? Schade, schade, schade.
Kann alle Bodeneinheiten befördern. Okay, man kann alle Bodeneinheiten befördern. Schon wieder so eine Basiliske, Alter. Sehr schön. Die gehörte mir gar nicht. Ballon, Fußballdaten und Hunde. Hexe. Zugbänden. Die Hexe kommt schon, die kommt schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Nee, das gehört ihm, ne? Das ist dunkel. Weil die andere Siedlung sieht ein bisschen heller aus. Es ist hellgrau und dunkelgrau. Ja, okay, nee, gehört ihm ja doch. Ja. So, dann werden wir erstmal ihn schön den hier wegzimmern. Da unten ist auch wieder so eine Statue. Irgendwas muss man mit der bestimmt machen. Das ist nicht so geil.
Was nehmen wir denn dann noch mit rein? Vielleicht ein Reiter? Ich da wieder nach oben fahren. Gerade ein bisschen sehr viel. Unsere Reichweite bleiben, hoffe ich doch. Er mich blockiert. Nimm das mal weg. Bewohner. So komme ich jetzt wenigstens raus, ne? Abhauen. Oh yeah. Weg mit dir. Hey Leute. Hatte mal zwei Platz.
Wollen wir hier raus und dann da ein bisschen stumpf machen? Oder wollen wir Cäsar oben helfen? Ja, Cäsar muss abhauen denn jetzt. Cäsar musste abhauen. Ein HP hat er noch. Und tschüss. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Schwung machen. Die Hexe brauche ich gar nicht mehr, oder? Was für ein Umweg, ey. Völlig ungeschützt, ne? Seine Burg da.
24. Aber wenig, doch. Seite drin. So nicht. Egle apo din le. Ja, toll. Weg. Mehr drinnen. Noch die beiden. Okay.
Muss mal Zug beenden. Obwohl, ich hätte auch rüberfahren können, merke ich gerade. Zu viel Damage. Was soll jetzt raus hier? Mund 20 plus. Na gut. Er hat mir immer noch nichts zu sagen. So, nächste Runde bist du fällig. Geht er down. Aus dem Piratengewerbe wären wir raus. Hurra! Danke für all eure Hilfe, Herr Hund. Suchen wir ein paar Leckerlis. Wir sind ganz schön lausig. Ganz schön lausig worin? In unserem Beruf als Banditen. So mies sind wir nun auch wieder nicht. Doch, er hat recht. Wir sind unter aller Kanone. Aber denk doch mal nach. Jedes Mal, wenn wir ein Ding drehen, kreuzt ein Hund auf und macht uns alles kaputt. Das ist nichts, was eingespielten und effizienten Unternehmern passieren sollte. Wir hatten vor, Gold zu scheffeln, aber stattdessen erleiden wir finanzielle Rückschläge. Nicht nur finanzielle. Ich habe schon überall blaue Flecken.
Es macht auf Dauer keinen Spaß, von einem Hund vermöbelt zu werden. Aber denk doch auch mal an die guten Seiten, die Freiheit. Wir teilen uns unsere Arbeitszeiten selbst ein und können Urlaub nehmen, wann es uns passt. Lukas, mach dir doch nichts vor. Ich will nur wieder was machen, worin ich gut bin. Ich glaube, ich gehe zurück in die Buchhaltung. Solltest du, Jan. Du warst ein großartiger Buchhalter. Und ich mache mein Bootswagengeschäft wieder neu auf. Bootswarengeschäft, mein Friseur. Glückwunsch! Es ist hart, sich Fehler einzugestehen. Aber der Wahrheit ins Auge zu blicken und ein neues Kapitel aufzuschlagen, das ist wahrer Mut. Höchst anerkennenswert. Sehe ich auch so, Jan. Glückwunsch auch an dich. Ich bin sehr stolz auf uns beide. Jetzt müssen wir uns nur noch ein Schiff suchen, das uns nach Hause bringt. Zum Hafen geht's hier entlang. Kommst du? Tim, kann ich mitkommen und in deinem Kurzwarengeschäft arbeiten? Aber natürlich. Und kann ich Geschäftsführer werden? Nein, Lukas. Kannst du nicht. Komm schon, gehen wir. Gewonnen! Jo, das war Großes Meer, Akt 6, Nebenmission 1.